Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich wieder einen Live-Test für euch. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, geht es heute um Garnier. Und zwar habe ich von L'Oréal ein kleines Päckchen mit den neuen Gesichtsmasken Skin Active zugeschickt bekommen. Und zwar habe ich ganze drei Masken zugeschickt bekommen. Und zwar sind das diese hier. Das ist einmal die Matcha und Kaolin-Maske. Dann die Vulcano-Maske und die Aquamaske. Und ja, ich habe sie auch schon im Laden entdeckt und fand sie wirklich sehr interessant. Im Moment habe ich sehr trockene Haut und deswegen würde ich sagen, nehme ich einmal die Aquamaske für den Live-Test heute. Und das ist für trockene Haut mit Granatapfel und Glycerin. Und ja, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und ich bin mal gespannt, ob das Ganze meiner Haut gut tut. Und diese Maske soll man 10 Minuten einwirken lassen und die restlichen Überreste in die Haut einmassieren. Und ja, ich würde sagen, ich rede jetzt nicht weiter drumherum und probiere die Maske mit euch aus. Was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass die üblichen Masken ja zwei Anwendungen haben. Und hier haben wir jetzt leider nur eine Anwendung. Ich bin mal gespannt, wie viel ich davon brauchen werde. Aber wenn ihr gespannt seid, so wie ich, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Und ja, los geht's! Habe ich die Maske jetzt komplett auf das Gesicht aufgetragen und ich bin sehr überrascht, weil diese große Anwendung, die hat jetzt sehr knapp gereicht für das komplette Gesicht. Ja, und bei den üblichen Masken, die man so aus der Drogerie kennt, hat man ja zwei Anwendungen und ja, hier hat eine komplett gereicht und ja, das ist schon sehr ungewöhnlich, weil eigentlich ist immer viel zu viel drin. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wie das Ganze so auf der Haut wirkt. Und ich werde mich gleich wieder bei euch melden, sobald die 10 Minuten um sind. Und dann gebe ich euch ein Feedback. Ja, meine Lieben, 10 Minuten sind jetzt vergangen und ich habe in den Spiegel geschaut und habe auch wirklich sehr gut gemerkt, wie die Maske in die Haut eingezogen ist. Ich habe jetzt nach 10 Minuten nur noch einen ganz leichten Film auf dem Gesicht und es fühlt sich halt einfach nur noch so an, als hätte man eine Tagescreme aufgetragen. Und ich lasse das Ganze jetzt noch weiter einwirken und gehe da nicht mit einem Kosmetiktuch drüber, sondern lasse es weiter einwirken und schaue dann mal, was das Ganze mit meiner Haut getan hat. Und ich bin jetzt schon super zufrieden mit der Maske. Und es lohnt sich auf jeden Fall, diese Masken mal auszutesten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Und schreibt mir auch gerne mal, ob und welche Maske ihr aus dieser Reihe schon getestet habt. Das würde mich sehr interessieren. Und außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen kostenlosen Abo freuen. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!